Wie ist der Plan? Der Plan war eigentlich, dass wir vielleicht eine Satellitenanbindung machen, das gar nicht so teuer ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Leute ich denn da bekomme. Also wenn ich hier den Dick nehme, der hat hier Ausstrahlungsqualität 100%, Marktanteil 34%, benötigtes Sender-Image 0%. Und wenn ich hier jetzt schaue, okay, ich habe 800.000, hier habe ich auch 800, also eigentlich fast alles gleich. Vertragslaufzeit 12 Tage. Ah, okay, ich verstehe. 12 Tage kostet mich 430.000 und Unterhaltskosten pro Tag 260.000. Oder wir sparen echt auf ein neues Land. Also wenn ich hier auch eine Kabelnetzverbindung mache. Wenn ich überhaupt, dass ich überhaupt senden darf. Also ich könnte hier, hier, hier. 3 Millionen würde mich das kleine Land. Oh, hier, Saarland. Da könnte ich. Ist aber auch eine popelige Reichweite, oder? Da kriege ich eine Sendergenehmigung für 875.000. Und wenn ich da einen Sendemast baue. Saarland, Sendemast, 500.000. Brauche ich halt trotzdem die 800.000, ne? Wir könnten das Saarland ja mal anbinden. Dann könnte ich auch im Saarland senden. Wäre ja auch was. Bisher sende ich ja nur in Bayern. Und in Bayern würde ich wahrscheinlich auch ordentlich. Oh, 2,2 da, okay. Mitarbeiter streiken. Erste Demos, G8-Gipfel. Was nehme ich denn jetzt? Das hier. Das hier nehme ich. Das schmeiße ich weg. Wir schauen mal in Bayern nochmal. Sendemast in Bayern. Bayern muss ich halt keine weiteren Kosten zahlen. Aber da habe ich eigentlich schon fast alles gut abgedeckt. Oh. Ja gut, da kostet mich das. Oh, ja. Aber ein. Ja gut, das geht eigentlich, ne? Sogar 1 Million. Ich glaube, wir bauen noch mal einen Sendemast. Mehr Sendemasten gibt auch mehr Zuschauer und mehr Zuschauer gibt mehr Geld. Jetzt habe ich das erst ersetzt. Egal, mache ich es noch mal. Also Geld ist jetzt nicht so. 138.000. Das ist doch immerhin schon mal ein bisschen besser. So, jetzt kann man das hier wieder ersetzen. Jetzt eine gar nicht mal so leichte Frage. Außerdem haben wir noch einen Film. Jetzt habe ich hier so einen blöden Sena-Käse, handgemachter Käse. 7 Stück muss ich davon senden. Aber gut, solange die anderen zwei nicht gesendet werden. Ja, wenn es jetzt hier über 200.000 geht oder so, dann würde ich auch was anderes senden, glaube ich. Ah, okay, ja, gut. Wir warten jetzt noch, bis die Nachrichten noch mal kommen. Dann machen wir die Nachrichten neu. Und dann gehen wir mal einkaufen, oder? Ach, ich bin jetzt echt, ich bin echt unentschlossen. So, das können wir da oben auch wegmachen. Oh, jetzt haben wir so viel Showbiz. So viel Showbiz-News. Dann machen wir halt nochmal den Käse rein, dann haben wir das auch weg. Außer hier Jugendliche oder Arbeitnehmer kommt, aber nein. Komödie ist nichts für die. Vielleicht die Kuttlers Wunderwaffen. Eigentlich sollte man was Kleines zuerst machen, ne? Wir könnten auch einen Sendemast abstoßen. Denn die Sache ist ja die, dass uns das ja auch immer Geld kostet. Erstmal den Wetterbericht raus. Semmelgerste in Haft. Uiuiui. Die Wunderwaffen bringen auch bloß 140.000. So doll ist es na nicht mehr. Er ist halt schon oft gelaufen, ne? Mal halt nochmal den Käse. Bote Gottes wird auch nicht so der Bringer werden. Brauchen einfach mehr neue Filme.
Vielleicht halt auch mal günstige, denn wenn man nicht so viel Geld machen. Ja gut, wir kriegen 300.000, wenn wir den, wenn wir 7-mal das hier Sena Case ausstrahlen. So, Kunstraub, ja, das ist immer interessant. Wetterbericht ist super interessant. Dann haben wir den Kunstraub, der ist auch super interessant. Und dann haben wir noch Standhund, alles für die Katz. Ja, das machen wir statt dem hier. Nochmal komplett neue News. Machen wir hier was Jugendliche oder Männer, haben wir immer noch nicht. Machen wir halt nochmal Käse, alles Käse. Derzeit können wir uns ja schön überlegen, was wir machen. Ja, Mann. Das ist echt ein Zwick, eine kleine Zwickemühle. Wie viel kriege ich denn eigentlich durch meine Sendemasten? Also 300, das ist ja der beste, das ist auch mein erster. 300 und 500.000. Der kostet mich 80.000, der kostet mich 55.000. Wenn ich jetzt einen neuen Sendemasten mache, der mir jetzt zum Beispiel 1 Million bringt, dann kostet der mich 175.000. Okay. Ist eigentlich egal. Also eigentlich ist es völlig egal. Mal jetzt einen neuen mitmachen, oder? Duban warnt vor Konsequenzen. Jetzt geht's wieder los hier. Da geht die Party wieder los. Die haben sich wieder in den Haaren. 198.000, ich glaube, das kann ich ja nicht verschwenden mit dem Käse, oder? Mei, das geht ja, aber hier geht auch gar nichts. Trotzdem hier mal rein. Ja, da gibt es ja viel bessere. Zielgruppe Frauen. Schauen Frauen, die schauen das doch, oder? Guck mal. Die interessieren sich doch für sowas hier. Dokus, Monumentalfilme meine ich doch. Frauen. Sehr schön. Wir können ja hier mal noch ein bisschen schauen, ob wir hier was Neues, was Besseres haben. 57.000 ist mir einfach zu mickrig. Ja, das können wir noch machen. Das können wir dann später auch machen, wenn er wieder aktiv ist sozusagen. Dann haben wir Papa dagegen umso mehr. Das haben wir noch gar nicht mal so oft gesendet. Das könnte man vielleicht noch hier reinquetschen. So, dann haben wir das noch. Das ist aber alles nicht mehr so aktuell. Drama läuft bei uns leider gar nicht. Alles andere ist gerade nicht. Dolle. Oder besser gesagt, nicht aktuell. Außer die Western, aber die laufen bei uns auch nicht. Der da lief noch okay. Das läuft bei uns auch nicht wirklich. Live haben wir eingeprogrammiert. Ja, doch, brauchen wir ein paar Filmchen neue. Ein paar neue Filmchen. Was haben wir denn hier noch? Nein, das brauchen wir nicht. Sollen wir kurz hier bleiben im Nachrichtenstudio und mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Dann gehen wir danach nochmal in Filme schauen, was es an Filmen für uns gibt. Das ist nichts Neues. So, da 2000. Ja, da können wir den Wetterbericht ersetzen. So, dann gehen wir hier rein und schauen mal, was wir da für eine Werbung setzen können. 90.000, sehr schön. Für die Frauen, die schön Gebote Gottes schauen, monumental, sehr, sehr schön. 289.000 Zuschauer. End für Männer, Frittenbike, auch cool. Barusa hat seine Augen überall. Im dritten Blunde.
Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich ausgeben kann. Was haben wir denn hier noch an krassen Sachen? Das sind ganz schön Zuschauer, oder? Die Kritiken sind halt nicht so gut. Das ist so ein Mittelding. Wieder mal. Woodsgeiers Darm. Die bestgebauten Damen von Woodsgeier hüpfen durch das Bild. Aha. Was haben wir denn an Filmen? Oder an Serien? Serien sind, glaube ich, aktuell zu teuer. Oh Gott, gute Filme sind aber auch verdammt teuer. Ich glaube, wir nehmen hier nochmal so Larifari-Dinger hier mit. 65.000, 160.000 wilde Kerle. Krimi. Ist das 160.000? Nehmen wir mal rein. Was haben wir hier noch? Analyse reden. Der hat aber echt schlechte Kritiken. Ah, gut, da ist halt Zuschauer, wird da nie angezeigt, gell? Der wahre Horror. Der Westen. Historischer Film. Und wieder ein Erotik. Dann hätten wir die Dschungelgeschichte. Das wäre eigentlich auch cool. So viel Geld haben wir, glaube ich, gerade nicht. Schade, dass hier das so schlecht abgebildet ist. Bei den Eigenproduktionen. Ja, da verdiene ich halt Geld, aber das ist gar nicht mein Ziel. Es ist gar nicht mein Ziel, da Geld zu verdienen. Was haben wir denn an Nachrichten noch? 2500 Desaster. Ja, dann kann man das da wegnehmen. Und dann haben wir noch 2200. Polizei fängt Kaugummi-Klumperklauer. Mann, wer macht denn sowas? Wer tut den Klumpen klauen? Kaugummi-Klumpen auch noch. So, Programmplanung. Werbung. Okay, welches nehmen wir jetzt zuerst? Eins brauchen wir dann nur noch und hier zu Arbeitnehmer. Ich glaube, wir nehmen die Arbeitnehmer. Ah, die Zwillinge, das ist die Serie, die wir gekauft haben. Boah, geht ja, ne? Ach doch, 700.000. Eieieiei. Dafür braucht man so eine billige Werbung. Naja, soll ich machen? Gibt es da irgendwas vielleicht, wo wir eine haben. Hier, 350.000. Kriegen wir auf einen Schlag 110.000. Sollte doch gehen. Oh ja, wir wollten das Programm eigentlich machen, ne? So, jetzt müssen wir uns auch langsam wieder darauf konzentrieren, dass wir fiese Gegner haben. Die wilden Kerle haben wir nämlich zum Beispiel hier noch. Lass mal einfach mal hier laufen und dann haben wir noch gekauft was Historisches. Das lassen wir dann einfach hier laufen. So, und dann haben wir aber über den Tag verteilt immer noch keine Filme. Egal, wir warten ab. Ja, stimmt, wir sollten. Oh Gott, ja. 2700. Ja, ich glaube, wir lassen das noch einmal. Hier weg, hier weg, hier weg. Schauen wir mal an die Tafel. Die wollen mich nämlich hier wegbomben. Das geht ja gar nicht. Ah, die kommt schon wieder, siehst du? Die TV. Ja, habe ich mir schon gedacht. Nichts da. So, lass mal ihr Nachrichten laufen. Komm, komm. Sehr schön.
So, dann können wir nämlich das hier unten ersetzen. 791.000. Das ist ja ganz schön viel. Hier haben wir nochmal einen Block. Das ist halt schon reizend. So kann man sein Geld auch machen. Immer 100.000, 130.000 pro Werbeeinspieler. Okay, er hat mich nicht umgesetzt. Naja, aber auf die Nachrichten achten, was da so kommt. Wetterbericht, okay. Wetterbericht ist ja gruselig. Wetterbericht kann man machen. Mann von Schreibtisch erschlagen. Upsala. ...697.000 Zuschauer. Okay. Polnischer Minister tritt zurück. Das scheint interessant zu sein. Schauen wir mal. Aha. Na, sie gibt es ja echt. Tasse Guben, Debutquoten wird auszublenden. Spieler wechselt den Kanal. Und wieder habe ich eine unsinnige Taste gedrückt. 700.000, nee, das lassen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal unsere, diese hier fertig. Da kriegen wir nämlich deutlich mehr. Und das ist ja, genau, das funktioniert ja, von dem her. Lassen wir das so. Gehen wir mal in die Nachrichten. So, was haben wir denn hier? 1500 da. Also das können wir, glaube ich, mal wegschmeißen. Dann ändern die da noch um. Dann ist unsere Werbung gelaufen. Sehr schön. Dann schauen wir, was es hier Neues gibt. Bundesliga-Relegation. Wer steigt auf, wer ab? Das interessiert überhaupt niemand. Das ist super. Und dann ersetzen wir den Wetterbericht noch. Was ist denn das? Break the Chain. Okay. Man sieht, das rennt nicht so. Nicht ganz so auf jeden Fall, wie wir uns das erhofft haben wahrscheinlich. Aber das reicht noch für unsere Arbeitnehmer, für unsere 100.000. Ja, die hat bestimmt hier wieder schön umgestellt, ne? Ja, natürlich. Natürlich hat sie das. Da kommt man einfach nicht hin in der Zeit. Doch. So. Da, 480.000. Ach ja, so macht Geld verdienen Spaß. Wahlen. Wir haben schon wieder Wahlen in Deutschland. So, ersetzen wir das hier. Ersetzen wir das hier. Und schauen, was wir als Werbeblock setzen können. Wir machen halt einfach noch ein bisschen Geld und dann. Da kommt ja dann nochmal 300.000 dazu. Ich glaube, wir gehen nochmal schnell einkaufen. Nee, zu wem hat der Ei gesagt? Zum Nachrichtenstudio. Hallo Nachrichtenstudio. Servus. Ja, ich will eigentlich nur zum Filmverleih. Nee, er sagt die ganze Zeit Hi. Sagt er zum Fahrstuhl Hi. Ich glaube, jetzt dreht er völlig durch. Zur Filmagentur möchte ich. Noch ein paar Filmchen kaufen oder Serien. Was haben wir denn da noch? 400.000 da. 260.000. Ja, komm, Western, wir probieren es nochmal.
Es war noch nicht so gute Erfahrungen damit, aber. Jetzt haben wir an Serien. Serien laufen ja auch immer ganz gut. 120.000, nee, das ist ja ne Mist. Das ist ja Mist. 850.000. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Oh, 150.000. Der Hund auf dem Pappdach. Ja, ein Drama. Ja, großes Drama zu sein. Nehmen wir mit. Großes Drama ist immer gut. Frauen sind bewaffnet, ja. Auch ein Liebesfilm und ein Drama. Nee, nee, zu schwach. Zu schwach. Und ich habe schon wieder Geld. Eieiei. Nehmen wir noch was anderes hier mit, oder? Die Dschungelgeschichte, die wollte ich ja schon die ganze Zeit. Nehme ich sie jetzt halt mit, Mensch. Kann ja wohl nicht sein. Die Arbeitslosenquote. Wir haben einen Preis gewonnen, den News Sammy. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, wir haben bisher jeden Preis gewonnen. Das ist ja überhaupt gar keine Rede mehr wert. So, 166.000. Das ist aber ganz schön runtergegangen jetzt. Mitten in der Nacht. Wer schaut denn da noch, ne? Programme. Was haben wir? Krimi und Thriller. Ja klar, wir haben ja hier Zwillinge noch. Und zwar schauen wir mal. Ich glaube, 19 Uhr fängt es. Dann machen wir die wilden Kerle eins hoch. Dann lassen wir da noch mal die Zwillinge laufen. Prime Time. Das Drama hier gekauft haben. Dann die Dschungelgeschichte. Dann noch ein Liebesfilm. Und dann noch ein Western. Reno Smith. Der ganz schön lang geht. Aber immer noch die wilden Kerle, ne? Aber den hier unten hin? Und historisch hier rein? Nee. Komm. Dann ist es halt so. Alt, einmal Bewerbung. Einmal gesetzt. Okay, alles klar. Hui. Da kommt da mal kurz ein Schwitzen hier. Okay, dann würde ich sagen, wir sammeln noch ein bisschen Geld. Oh, bevor der Tag rum ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel eingekauft. Komme ich ja hier in Schulden. Ich muss mal schauen. Was haben wir denn hier? Oh je, oh je, oh je. 2000. Machen wir das mal rein. Ich glaube, das hat. Haben wir hier nur ein 700er. Ich glaube, ein Nuck Norris braucht man nicht. Nee, der Tag ist ja schon rum. Ah, wir haben ja schon unser Geld gezahlt für den Tag heute. Na, dann ist alles gut. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.